Er gilt eigentlich als absolutes Transferziel Nummer 1 vom FC Bayern München. Die Rede ist von Florian Wirtz. Jetzt lehnt sich ein Experte aber weit aus dem Fenster und sagt, nee, das wird nichts mit einem Bayern-Transfer, sondern er geht davon aus, dass man tatsächlich Florian Wirtz nächstes Jahr bei Real Madrid sehen wird. Das schauen wir uns doch ganz genau an. Zudem sprechen wir über ein Weltrekordangebot für Vinicius Junior und Chaos bei Flick und Barcelona. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal und checkt mein Instagram ab, bulli_inside, für noch mehr News. Ja, aber damit gehen wir doch gleich rein ins erste Thema. Der FC Bayern München hat, das wissen wir, da haben wir auch auf dem Hauptkanal gestern drüber gesprochen, sehr, sehr großes Interesse an natürlich Leverkusen-Star Florian Wirtz. Im Sommer 2025 plant man einen Großangriff auf den bis dahin 22-jährigen Ausnahmespieler. Der deutsche Rekordmeister ist natürlich die wahrscheinlichste Option, denn wenn Florian Wirtz in der Bundesliga bleiben will, dann kann er eigentlich nur zum FC Bayern München wechseln. Jetzt hat sich aber Sky-Experte Dietmar Hamann und auch, das ist so ein Szenario, was schon einige andere beschrieben haben, sich eher skeptisch hinsichtlich eines Wirtswechsels nach München geäußert. Er geht zum Beispiel eher von einem Wechsel ins Ausland aus. Gerade auch Trainer Xabi Alonso könnte da tatsächlich eine tragende Rolle spielen. Denn Carlo Ancelotti, der macht wohl nur noch bis zum nächsten Jahr bei Real Madrid. Da gilt jetzt Xabi Alonso schon als designierter Nachfolger. Er sammelt jetzt noch ein bisschen Champions League Erfahrung und dann könnte Xabi Alonso bei den Königlichen einsteigen. Und dann, sind wir mal so realistisch, dann könnte das wirklich eine Art Doppeltransfer werden. Denn es soll eine hervorragende Beziehung zwischen dem 42-jährigen Spanier und seinem Schützling Florian Wirtz geben. Warum auch nicht, er ist ja der absolute Taktgeber auf dem Feld. Für mich der wichtigste Spieler im Kader, vielleicht gemeinsam mit Granit Xhaka. Aber er ist eben der Taktgeber in der Offensive. Er ist da ein ganz, ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen ist es jetzt zum Beispiel nochmal ein Thema, was durch Dietmar Hamann aufgekommen ist. Aber es ist auch ein Thema, was von diversen anderen Experten schon länger vermutet wird. Man glaubt eben, dass Florian Wirtz möglicherweise mit seinem Trainer gemeinsam in Richtung Madrid geht. Man glaubt, dass Florian Wirtz vielleicht nochmal das Abenteuer Ausland sucht, wenn er jetzt eben aktuell in seiner Form zumindest jetzt beim FC Bayern München einen langfristigen Vertrag unterschreibt, dann wäre das natürlich jetzt erstmal seine neue Destination. Dort würde er erstmal langfristig bleiben. Ich bin mal gespannt, wie es mit Florian Wirtz weitergeht. Da wird auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr noch einiges passieren. Das wird noch öfter ihr Thema sein auf diesem Kanal, auf dem Hauptkanal, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und dann sprechen wir über Manchester City. Auch die haben Interesse zum Beispiel an Florian Wirtz, aber sie haben jetzt auch erstmal einen Spieler, den sie abgeben wollen. Das ist nämlich Calvin Phillips. Auch er war schon länger mal Kandidat bei den Bayern. Mittlerweile haben sich die Bayern ja João Palhinha geholt. Deswegen wird das mit Calvin Phillips definitiv nichts werden. Und jetzt berichtet eben die Manchester Evening News darüber, dass mehrere Premier League Clubs großes Interesse an Calvin Phillips haben. Vor 2 Jahren ist der Engländer für knapp 50 Millionen Euro von Leeds United zu City gekommen. Im Endeffekt konnte er sich nie so wirklich in die erste Elf bei Pep Guardiola spielen. Gerade in der letzten Rückrunde hat man ihn dann, weil er eben dort tatsächlich absehbar war, dass er bei City gar nicht spielen wird, an West Ham United verliehen. Aber selbst da kam er nur auf magere 320 Einsatzminuten, und das wettbewerbsübergreifend bei West Ham United. Das ist natürlich auch da sehr, sehr wenig. Und deswegen ist klar, wenn der 28-Jährige nochmal irgendwo hinwechselt, dann zum einen zu einem niedrigeren Gehalt und zum anderen natürlich auch zu einem eher Mittelklasse Premier League Club. Und genau da haben jetzt auch 3 angeklopft. Der FC Fulham, FC Everton und auch Aufsteiger Ipswich Town haben alle wohl Interesse an Calvin Phillips, und ja, man muss sagen, der wäre günstig zu haben. Wie gesagt, für 50 Millionen ist er gekommen. Mittlerweile hat Calvin Phillips ein Alter von 28 Jahren und einen Markt von 25 Millionen Euro. Das ist vermutlich auch das Maximale, was City für ihn bekommen würde, denn jeder kennt die Umstände. Der Engländer wird keine großen Spiele machen bei City. Er ist Abgangskandidat, und genau deswegen ist hier ein Wechsel jetzt ziemlich wahrscheinlich, wo es hingeht. Everton, keine schlechte Option, aber natürlich auch die beiden anderen genannten Clubs weiter im Rennen. Wo es auch immer mal wieder Transfers geben soll, das ist bei Barcelona. Aber da herrscht jetzt wohl absolutes Chaos. Das wird jetzt eben von der AS und auch von der Mundo Deportivo berichtet. Nach der Klatsche gegen AS Monaco mit 0:3, da herrschte am Montagabend richtig, richtig große und schlechte Stimmung hinter den Kulissen. Alle Alarmglocken schrillen, so hieß es eben in der Überschrift der AS. Und die AS, sie geht noch weiter. Barca befindet sich in einem absoluten Notstand. Kurz vor Saisonstart ist nämlich noch ganz schön vieles unklar. Wie die AS erfahren hat, soll es so sein, dass zum Beispiel Clément Longley, Ansu Fati und Eric Garcia bei der La Liga registriert wurden. 3 Spieler, die zum Beispiel gegen Monaco gar nicht gespielt haben. 3 Spieler, die eigentlich gar nicht zur ersten Elf gehören. Und 3 Spieler, die theoretisch gerade bei Longley und Fati absolute Abgangskandidaten sind. Hingegen fehlen andere
andere Spieler, wie zum Beispiel Hector Ford, Dani Olmo, Pau Victor, die beiden quasi neuen Mittelstürmer oder Spieler, die vorne drinne spielen sollen, die sind bis jetzt gar nicht registriert. Und die AS sagt, es ist immer noch problematisch, die Jungs überhaupt zu registrieren. Es gibt Probleme mit dem Financial Fairplay, man muss jetzt Spieler abgeben. Hinzu kommen die ganzen Langzeitverletzten, Gavi, Petri, Araujo, De Jong, die vier eigentlichen Stammkräfte, die fehlen komplett. Bei Frankie De Jong, da gibt es auch noch Gerüchte, dass hier auch zum Beispiel Manchester United interessiert sein soll. Also die Mutter Deportivo, sie sagt es, es ist wohl so, dass man sich auf eine schwere Spielzeit bei Barcelona einstellen muss. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze dann im Endeffekt ausgeht. Auf eine schwere Spielzeit muss man sich wohl bei Real Madrid nicht einstellen, denn da hat man seine komplette Truppe mittlerweile so gut besetzt. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Mannschaft gesehen. Im Vergleich muss diese Truppe eigentlich jetzt in den nächsten Jahren alles gewinnen. Und vielleicht ohne Vinicius Junior? Laut der Zeitung Marca gab es jetzt von Al-Ahly ein Weltrekordangebot an Real Madrid. Zum einen möchte man mehr als 300 Millionen Euro Ablöse zahlen und man würde Vinicius Junior einen Vertrag geben, bei dem er 1 Milliarde Gehalt auf 5 Jahre verdienen würde. Also ein absoluter Rekord, aber natürlich hat Real Madrid und auch Vinicius Junior dieses Angebot sofort abgelehnt. Der 24-jährige Brasilianer denkt gar nicht dran, seinen Club zu verlassen. Er freut sich auf die neue Saison. Er möchte mit Carlo Ancelotti, Mbappé hier wirklich Höchstleistungen zeigen und beide Spieler, die sind natürlich jetzt richtig heiß darauf zu zeigen, Titel zu gewinnen. Und das würde er vielleicht auch in Saudi-Arabien, aber die Titel sind dort, wenn man mal so realistisch, absolut nichts wert. Aber trotzdem heftig, was jetzt hier für ein XXL-Angebot kam. Zudem Korb für Liverpool, der Ex-Bayern-Flirt und jetzt auch mittlerweile Liverpool-Flirt Martin Zubimendi. Der hat nach Informationen von Sky UK jetzt dem FC Liverpool abgesagt. Der 25-jährige Spanier soll seinem Club, dem Real Sociedad, tatsächlich jetzt die Treue geschworen haben. In den letzten Tagen, da gab es da immer wieder Gerüchte, Wechselwünsche, die angeblich hinterlegt wurden. Das soll jetzt wohl tatsächlich nicht der Fall gewesen sein. Als Preis standen ja auch 50 bis 60 Millionen Euro im Raum. Zubimendi sollte dann eigentlich neuer Sechser beim Team von Arne Slot werden. Das wird er jetzt wohl nicht werden. Wie gesagt, der hat Liverpool abgesagt. Also einen Korb mal gucken, welcher Sechser jetzt vielleicht doch noch auf das Radar von Liverpool kommt. Bei den Bayern hätte man ja zum Beispiel mit Leon Goretzka einen Spieler, den man abgeben könnte. Aber da gab es jetzt zum Beispiel noch nichts in Richtung Liverpool. Mal gucken zum Beispiel auch, wie es da weitergeht. Aber Martin Zubimendi nicht zu Liverpool. Das Ding ist jetzt wohl vom Tisch. Was sagt ihr zu den Themen? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.